Hallo und ein herzliches Willkommen aus meiner Küche. Heute Morgen bin ich über ein Rezept gestolpert auf Facebook, wo ich gedacht habe, boah, könntest du eigentlich auch mal machen, hast du noch nie gemacht. Und zwar ein Bienenstich. Immer sehr lecker, sehr klebrig, aber habe ich dann im Vorratschrank geguckt und hatte auch soweit alles da und habe mich mal an einem Bienenstich versucht. Das Rezept ist angelehnt an ein Rezept vom Zaubertopf von der Zeitschrift. Und ich nehme euch wieder mit, Schritt für Schritt. Und wenn ihr es nachmachen wollt, dann freue ich mich. Und wenn es euch gefallen hat, dann einfach einen Daumen hoch. Vielen Dank. Tschüss.